Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 21 mit der Karriere bei Rot-Weiß Essen. Ja, wir haben 1:1 gegen den FC Ingolstadt gespielt und müssen jetzt als nächstes gegen Rot-Weiß Essen spielen, wollte ich sagen. Nein, gegen den VfB Stuttgart spielen. Dafür nehmen wir unsere Rotation 2. Rotation 2, please. Den Müsel, der kommt 25.03. Ja, der kommt wieder rein. Gut, der bleibt drinnen. Und er hier, der bleibt auch drinnen. Gut, kann alles so bleiben, wie es ist. Wir haben 7 neue Nachrichten. Gucken wir mal rein. So, Maler arbeiten. Ja, da haben wir keine Kohle für. Eigentlich. Mannschaft der Woche. Meiner Zahn gegen Rot-Weiß Essen 1:2, sehr gut. Statusbeschwerzung. Young hat eine neue Fahrgruppe erreicht. Kessler fällt aus. Bänderdehnung. So, wir wollten mal gucken, was wir hier für neue Transfers haben. Verträge. Wechsel. Ja, 3 Stück bekommen wir. Einen offensiven Mittelfeldspieler von Dynamo Dresden. Ein defensiven Mittelfeldspieler von Sarton FC U20. Santos, vom FC Santos. Sehr gut. Und ein Innenverteidiger. Jerry Saint-Justy von FSV Mainz 05. So, dann haben wir noch einen Innenverteidiger in die erste Mannschaft geholt. Zeige ich euch jetzt auch. Das war er hier, der 64er hier. Moran Marinovic. Der kommt in die erste. Das heißt, wir dürfen 2 Innenverteidiger verkaufen und einen offensiven und defensiven Mittelfeldspieler. Müssen wir mal gucken. Erste Mannschaft. So. Ja, der geht auf jeden Fall weg. Auf Wiedersehen. Der Felix Weber wird nach der Saison verkauft. Dann müssen wir noch einen Innenverteidiger aussuchen. Dann müssen wir mal gucken, welchen. Der bleibt auch, der Max Schirny. Und der Tag bleibt nicht. Der wird auch vertickert. Obwohl der 65 hat. Ja, der Tag geht auch weg. Also Tag und der kommen weg. Also Tag und Weber. Und defensives Mittelfeld. Dann kommt der Hildenbrand oder. Doch, der Kiel Gomez kommt weg. Gut. Und offensives Mittelfeld kommt dann entweder Müsel weg oder der Doro. Ja, kommt Doro weg. Also Kiel Gomez und Doro werden auch noch verkauft. Kommt ein bisschen Geld in die leere Kasse. Wir gehen ein bisschen golfen. Gucken, ob die Familie was machen kann. Ja, Zeit mit Partner verbringen. Wir gehen noch nicht segeln, wir machen Familienausflug. Gibt es das überhaupt hier? Na doch, Familienausflug, da ist er. Und her damit. Und Tschüssikowski, weg damit. So, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir jetzt die. Ja, haben wir eingeführt. Und ab in die Trainingswoche. Ja, jetzt haben wir spielfreies Wochenende, das heißt, wir werden durchziehen. Oh, Stadionkapazität von 75.900 Zuschauern hat Stuttgart, 60.000 kommen zu Besuch. In etwa. Naja, der Dritte gegen den Sechsten. Fortuna Düsseldorf, Jan Zimmer gesperrt. Schön für die. Oder nicht schön für die. So, wir haben jetzt erstmal trainingsfrei. Wir gehen essen. Internationale Nominierung. Peter Knutzen und Olivero. Der wird, denke ich mal, nach der nächsten Saison verkaufen. Verkauft, also wird er gehen. So, mal gucken, ob er jetzt weiter geht's. So, Gütersloh 3-1. Rot-Weiß Essen gegen FC Gütersloh 3-1. Ja, so ist das. Platzer gezielt 2 Tore. Max Kessler ist wieder fit.
Tom Müse ist wieder fit. Hinweis vom Assistenten. Höchster Formgewinn. Perkovic hat sein Trainingsziel erreicht. Das ist der der Stürmer ist das. Ach ja, der kommt dann auch hoch irgendwo mal. Sehr gut, der hat 2 Trainingsziele erreicht. Das gefällt mir doch sehr. Perkovic, sehr gut. Weiter. Neue Idee für Fanartikel. Griechisch essen gehen. Kiel Gomez hat sein Trainingsziel erreicht. Das ist schön. Mach das mal weiter. Ich will dich vertickern. Auf 75. Und dann geht der ganz runter. Macht er mit Robustheit weiter. So. Internationale Nominierungen, Kiel Gomez und Knutzen. Perkovic zurück in Jugendmannschaft. Ja. Peter Knutzen hat Heimweh. Ah. Vertrag? Ne, Spielergespräch will ich machen. Achso, hier war er hier. Ja. Nutze ich so selten. Spielergespräch. Knutzen. Da ist er ja. Möchte seinen Offensiv ausgerechnet im Team spielen. Ja, hat er ja. Möchte sich verbessern. Ja, möchte in dieser Saison zumindest einige Matches. Ja, hat er ja. Gib im Training alles. Du hast gut trainiert. Hm. Ja, 2 Wochen Heimat hätte ich jetzt dann. Warte mal, spielt der überhaupt? Knutzen? Mal gucken, ob der jetzt spielt. Gut, dann kriegst du da einen Kontakt. So, mal gucken. So. Haben wir hier nichts mehr? Gut, weiter geht's. Let's go. Tag hat sein Trainingsziel erreicht, das ist sehr schön, das gefällt mir. Ah, Spielerberater, Torwart, ja, schön gut. Weiter. Scouting wurde abgeschlossen gegen Stuttgart. Muskuläre Probleme. So, Tag hat sein Trainingsziel erreicht. So, 70, weiter geht's. A-Union Rot-Weiß Essen 2-0 gegen FC Gießen gewonnen. Zurück in der Jugendmannschaft, aber das ist erstmal irrelevant. So, gehen wir mal privaten. Oh, weiter geht's. Mein Torwart ist Senkrechtstarter der Saison. Weiter geht's. Weiter geht's. Junge Spieler erreicht Trainingsziel. Könnt ihr alle machen. Essen gehen.
Die ist schlecht drauf. Kann man nicht Zeit mehr gerade mal bringen. Stand da ihre Freundin oder ihre Frau? Na egal. Weiter geht's. So, 3D-Spiel gegen Stuttgart. Gucken wir mal, was wir da reißen können. Aber ich denke mal, das werden wir verlieren. 818 zu 722. So, wir haben der Dinge, die da kommen. Bis gleich da mal. So, da sind wir wieder. Stuttgart spielt ein Vierer Abwehrkette. Aha, 4-3-3 spielen die. Das sieht man schon anhand der Aufstellung im Mittelfeld. So, weiter geht's. Dann kicken wir mal, was wir gegen die reißen. Und da ist schon 1-0 für Stuttgart. Naja, ging ja ratzi-fatzi. Dritte Minute schon. 1-0 für Stuttgart. Unglaublich. Freistoß. Leider nichts passiert. Und 2-0 für Stuttgart. Ja, das wird ein Tor reingeben, kann ich jetzt schon sagen. 12. Minute 2-0. Ja, 3-0. Jawohl, immer weiter. Haut rein. Alter, unglaublich. Hupenpuppen, da muss ich in der zweiten Halbzeit mal richtig reinhauen da. Und weiter geht's. Jetzt in die Mitte Tor, 3-1. Ne, doch nicht, schade. Schade, 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 schade. Paul, mein Freund, gelbe Karte, sofort. So ist es richtig. Nein. 3-0 reicht ja auch, ey. Wirklich. Also, abgefangen. Gehalten vom Keeper. Ja, leider Abzeit. Den halten. Ja, 3-1 durch Luzzi. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Sehr gut, würde ich nicht sagen. 3-1. Naja,
So, Co-Trainer. Ist noch voll unterm Arsch machen, den Jungs. Ach du Scheiße. Ach du heiliges Kanonenrohr. Eieieiei. Voll unterm Arsch machen, ja. Können wir halt nichts machen, dann müssen wir die komplette Abwehr. So, dann auch zum. Wir haben aber kein 5er oder 6er drin, ne, haben wir nicht. Gut, alles klar, weiter geht's. Wir müssen die Suppe wieder auslöffeln, die sie sich eingebrockt haben. Rote Karte für Stuttgart, das kann doch gut sein. Na, mal gucken. So, weiter geht's. Ach, schade, 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 schade. Und wieder Angriff. Ah, klar, wenn man 10 mal, einmal mehr am Platz hat, dann kann man auch angreifen, aber kommen wir trotzdem noch zu Opfer-Store. Gut, weiter geht's. Und, ach, schade, nicht mehr bekommen. Weiter geht's. Nichts passiert, außer Spesen nichts gewesen. In dem Sinne. Gehalten. Latte. Nichts passiert. Na, Freistoß für uns. Nichts passiert. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie noch umbiegen können, aber ich glaube eher nicht. Ah, wieder Latte. Zweiter Lattentreffer. Jetzt aber auch nicht gehalten. Oh Mann. Daneben. Rennen wir gegen an. Wo wir einmal mehr sind, schaffen wir jetzt nicht, das Tor zu machen. Ne? Ja, ich glaube, das schaffen wir sowieso nicht mehr. Ja, es ist so, haben wir 3-1 verloren. Oder vielleicht noch 3-2, mal gucken. Ja doch, 3-2, ist ja Wahnsinn. Haben sie doch nochmal geschafft, da ein Tor zu schießen, immerhin. 3-2 verloren. Aber lieber 3-2 als ein 7-0 oder so. Ich dachte schon, das geht jetzt hier richtig ab wie die Luzi, aber die haben zum Glück die rote Karte gesehen. Oder gelb-rote Karte gesehen und wir haben dann noch 2 Lattentreffer gemacht und dann das Tor von Endres. Na, immerhin noch 3-2 verloren, damit kann ich leben. Ich habe jetzt gedacht, nach 3 Minuten, wo die Einzelne geführt hat, oh Gott, das wird ein Knaller. 7-0 oder sowas. Naja, mal gucken. So. Wir müssen uns jetzt wieder aus der Krise rauskämpfen, sozusagen. Aber das war's dann wieder für diese Woche. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder beim Spiel gegen Greuther Fürth im Textmodus. Bis Montag dann. Ciao, ciao.